Programmabschnitte ändern, einfügen und neue Daten dazugeben. Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. Einfügung und Änderung der Daten der Meridiane und deren Punkte. Änderungs- und Ergänzungsarbeiten erscheinen immer mit einem grünen Hintergrund. Daten im Medizin-Wörterbuch. Um mit dem Programm arbeiten zu können, müssen Sie zuerst im Alphabet und dann in der Krankheitsliste die zu behandelnde Krankheit aussuchen. Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. Änderungs- und Ergänzungsarbeiten erscheinen immer mit einem grünen Hintergrund. Besteht auch die Möglichkeit, neue Daten hinzuzufügen. In diesem Fall erscheint ein blauer Hintergrund. Einfügung und Änderung der Daten im Homöopathie-Wörterbuch. Suchen Sie in der alphabetischen Medikamentenliste ein Medikament aus. Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. Änderungs- und Ergänzungsarbeiten erscheinen immer mit einem grünen Hintergrund. Hier besteht auch die Möglichkeit, neue Daten hinzuzufügen. In diesem Fall erscheint ein blauer Hintergrund. Änderung der Daten des Programmabschnitts Einführung in Shiatsu. Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. Änderungs- und Ergänzungsarbeiten erscheinen immer mit einem grünen Hintergrund. Ändern, einfügen und neue Daten dazugeben. Behandlung mit Shiatsu.
Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. Änderungs- und Ergänzungsarbeiten erscheinen immer mit einem grünen Hintergrund. Hier besteht auch die Möglichkeit, neue Daten hinzuzufügen. Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. In diesem Fall erscheint ein blauer Hintergrund. Programmabschnitte ändern, einfügen und neue Daten dazugeben. Behandlung mit Akupunktur. Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. Und Ergänzungsarbeiten erscheinen immer mit einem grünen Hintergrund. Hier besteht auch die Möglichkeit, neue Daten hinzuzufügen. Um die Daten zu ändern oder neue Daten hinzuzufügen, benötigen Sie immer das aktuelle Passwort. In diesem Fall erscheint ein blauer Hintergrund. Einfügung und Änderung der Daten im Medizin-Wörterbuch.